Rambazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Ich, der Tom Thompson und der Michi ist auch am Start. Diddy ist noch nicht da, der ist noch auf Arbeit. Denn es ist ja auch erst, ja, gleich um 11. So, und es hat sich ein kleines bisschen geändert. Ich habe ein bisschen Offscreen gemacht. Ich muss das jetzt beichten. Es tut mir leid. Ich habe hier den Brunnen geändert. Habe hier Falltüren eingebaut. Denn ich wollte euch nicht damit belasten, dass, okay, das Gebäude, das hätte ich eigentlich in der Aufnahme machen können. Die Plattform habt ihr ja noch gesehen und dann habe ich das Gebäude offscreen gebaut. Habe hier mal alles reingetan. An Truhen und so. Also hier ist jetzt Holz. Hier ist Stein. Hier ist das Blattwerk. Hier ist das Essen drin. Hier ist Wolle und so Extras wie Fäden und sowas. Hier drüben haben wir Glas. Dann haben wir da haben wir ein Schwert. Hier haben wir ein paar Diamanten und sowas und hier sind jetzt die Werkzeuge. So, mehr habe ich auch nicht gemacht, außer, und damit wollte ich euch echt nicht belasten. Ich zeige euch das mal von unten. Was ist denn das hier eigentlich? Warum ist hier eine Plattform? Na, okay. Ist ja in Ordnung. So, ich habe da drüben den Ständer gebaut. Und er hat Ständer gesagt. Oh mein Gott. War das ein Creeper? Pass auf mit den Viechern. So, das ist der Ständer, den ich gebaut habe. Und ich habe noch ein paar Ranken angebracht. Weil das hat einfach zu lange gedauert. Das sind so Kleinigkeiten, die ich gemacht habe. Ansonsten war es das. Mehr habe ich echt nicht gemacht. Da unten ist das Slenderman. Ist das Slenderman. Das ist auch bloß abgekupfert. Das soll Slenderman sein. Enders World oder was? So, das war's auch schon, was ich gemacht habe. Mehr ist es nicht. Also ich möchte auch nicht zu viel Offscreen machen. Das habe ich auch schon gesagt zu den anderen. So, und wir wollen auch. Ich finde das hier ein bisschen kacke, was er hier gemacht hat mit der Erde. Na, da vor dem Aufgang. Da ist doch so Wasser. Und das möchte ich zu haben. Das nervt mich. So. Ja, okay. Naja. Passiert. Dann ist es halt so. So, und ich brauche mal noch eine Leiter. Mich nervt das schon die ganze Zeit, dass hier ein Stück Leiter fehlt. Ich weiß gar nicht, warum die weg ist. Die ist bestimmt abgefallen oder so. So, und das Baumhaus hat schon extreme Maße angenommen, was ich sehr geil finde. Wir sehen gerade den Sonnenaufgang. Hammer. Hammer. Voll Hammer. So, tun wir mal die Erde weg. Und nehmen uns mal eine Leiter mit. Jo, super. Bist du oben auf der Plattform jetzt? Oh, okay. So. Dann. Was wollte ich jetzt machen? Ach so, genau, die Leiter. So. Ich wollte die Leiter wiederherstellen. Zack. Jetzt ist das auch wieder ein flüssiger Übergang. Und wir sind natürlich gestorben. Weil wir einfach nur zum Scheißen zu blöde sind. Das ist normal. Wir sind einfach nur zu dumm zum Kacken. Deswegen fallen wir natürlich da runter. Aber mal ohne Scheiß, das sieht jetzt schon richtig geil aus, Alter. Wie das so aus dem Baum. Und dann der Übergang zu diesen Ständer. Er hat schon wieder Ständer gesagt. Das sieht von Weitem echt herrlich aus. Ja, genau. Das war auch bloß meine Karte. Gib die mir mal wieder. Oh ne. Oh Gott. Das müssen wir jetzt wieder bauen. Nein, nein, nein. Bleib mal hier.
So, okay. Fuck, ey, das, genau das hasse ich wie die Pest. Genau das. Ja, kannst du dich da mal drum kümmern? So, wir müssen den Baum wieder herrichten. Oh Gott, ich komme die Leiter nicht mehr hoch. Kannst du mir mal Leitern, Erde? Oh Gott. Ich komme nicht mehr hoch. Warte mal doch. Ja, auf jeden. Ich habe nichts dabei. Doch ein bisschen Holz. So Leute, das war natürlich totaler Fail, was wir jetzt gestartet haben mit dem Scheiß Creeper. Ja, wir müssen Fackeln da unten aufstellen, auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt Erde. Erde, hier haben wir Erde. Nehmen wir mit. Und wir brauchen Holz. Ja, das nehmen wir auch mit. Wir brauchen Leitern. Oh Gott, wir haben bloß noch eine Leiter. Müssen wir auch noch welche herstellen? Werden Leitern aus Stöcke hergestellt oder aus Holzblöcken? Stöcke, ja toll. Muss ich auch noch welche machen. So, achso. Stöcke. So, hätten wir das. So, jetzt müssen wir eigentlich bloß wieder unseren Baum herrichten. Wie hatten wir denn das? So, zack, warte mal. So, hätten wir das. Halt mal. Mach das mal ordentlich hier. Das geht so nicht. Was machst du jetzt? Warum anständig? Was heißt anständig? War das so? War das so? Der Baum? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier kommt noch was drunter. Ich glaube, da kommt noch was hin.
Ich denke, so sollte das in Ordnung sein. Wer hat denn hier Stein verbaut, Alter? Mitten im Baum wächst Stein raus, oder was? Was geht denn hier los? Ja, das sehe ich jetzt gerade, Alter. So, ich habe natürlich keine Hacke dabei. Das heißt, wir müssen den Stein jetzt hier mit der Hand abbauen. So. Ja. So. Dann sieht das auch alles halbwegs ordentlich aus. Natürlich die Wurzeln auch gleich wieder herstellen, dass wir das auch wieder richtig haben. So. Und jetzt haben wir keine Erde mehr. Okay, das sieht schon so in Ordnung aus. Da haben wir einen kleinen Keller. So eine kleine Unterhöhlung ist eigentlich auch ganz cool. So. Hier hat ein bisschen was weggespült. Okay, das ist das war der Wasserfall. Das ist sozusagen der Fahrstuhl, den wir jetzt haben. So, zack. Ja. Statt so einen richtigen zu bauen. Ja, ich kann das nicht. Du kannst das doch. Okay. So. Hätten wir das. So, und dann werden wir jetzt auch die Folge mal wieder Holz besorgen gehen. Denn wir haben kein Birkenholz mehr. Es ist jetzt echt. Es ist zu Ende gegangen. Mit dem ganzen Holz. Ja, mir ist aufgefallen, auch wenn man die nicht anpflanzt, dass da trotzdem wieder Bäume wachsen. Nee. Stimmt. Ah, okay. Okay. Ja, dann mache ich das auch mal. Dann nehme ich auch gleich mal ein paar Setzlinge mit. So, werde mal noch hier schnell Zeug verarbeiten. Ich hab mir dann so gedacht, na wenn ich schon ein Baumhaus baue, dann eins, was richtig extrem krass aussieht. Und man muss echt mal sagen, mal ohne Scheiß, das sieht wirklich mittlerweile richtig krass aus, oder? Das sieht echt cool aus von Weitem. Ja. Achso, apropos Holzkohle. Ja, komm, ey, das ist im Survival-Mode. Ohne Scheiß, Alter. Das ist schon echt krass, also sowas echt im Survival zu bauen und nicht im Kreativ. Ja, wenn ich so die ersten Probeaufnahmen so sehe, ne, was ich da gebaut habe, so ein Müll. Und jetzt so, das ist schon ein großer Unterschied. So, es wird dunkel übrigens. Ah, okay. So. Wir brauchen jetzt... Okay. Wir haben gar nichts, Leute. Wir haben nichts.
können uns nicht mal eine bekackte Axt leisten. So, okay, nehmen wir mal Stein mit. Bisschen Stein reicht. Ups. Dann brauchen wir natürlich wieder Holz. So. So, das war's auch schon. Zack. Ach, wir hätten ja noch Stöcke. Oh, wir haben so einen Haufen Stöcke und ich stelle natürlich noch welche her. Ist wieder typisch Dumbold. Dumbold der Große. Ich bin Dumbold der Große, anscheinend. Also, okay. Dann stellen wir mal ein paar Äxte her. Können wir gleich mal noch ein paar extra einlagern. So, zack. 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 Spitzhacken sind noch ein paar da. Müssen wir mal ein bisschen was ausrangieren. Da sind auch angefangene Sachen dabei. So, die Stöcke kann man einlagern, die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, Stein brauchen wir auch nicht mehr. Und dann gehen wir mal los. Holz sammeln. Ach, ich habe was vergessen. Natürlich habe ich es vergessen. Die Setzlinge mitzunehmen, die ich jetzt gleich verteile. Ich weiß noch nicht, ob ich die Glaskuppel lasse, aber das geht eigentlich. Ich habe gar keine Setzlinge. Ja, ich weiß schon. So. Hier ist es ein bautechnischer Fehler irgendwie. Das ist nicht cool. So. Ja, er baut so unsymmetrisch teilweise. Also gut, es ist, ja, ne, ich hatte, nee, aber da war gerade so ein Geländer, das ragt einfach nach unten, so einzeln, so ein einzelner Stamm. Das war ein bisschen suspekt gerade. Nee, aber es muss ja auch ordentlich aussehen. Ja, übrigens, dass sie mir hier eine Party machen und ich die Party mit aufzeichne, das wird nicht funktionieren, da ich auf den anderen Account keinen PlayStation Plus habe. Und dann macht er mir einen Strich durch die Rechnung und ich kann nicht spielen. Ich kann dann keinen Online spielen, wenn ich einen zweiten Controller anmelde und so nehme ich ja auf. So aufnehmen. Also man hört bloß mich. Ja, du kannst so Wörter sagen wie Scheiße, Kacke, Mist. So. Guck mal, da ist noch ein Setzling. Ja,
nehmen wir auch mit. Ich hätte mir ein Bett mitnehmen sollen. Aha, schlauer Burschi. Wie viel Essen? Ich muss mit dem Laptop ein bisschen runterklappen. Sonst sehe ich ja nicht, was ich da auf dem Bildschirm noch habe. Der ragt mir ein bisschen ins Bild rein hier. So. Okay. Und das dauert sehr lange. Okay. Also das ist eine richtig krasse Aufgabe, den Drachen zu bekämpfen und sowas. Okay. Okay. Okay, krass. Hier ist übrigens ein Hund, wenn du ihn haben willst. Ist das eigentlich meiner? Nee. Hallo. Rufi, hier. Hast du was zu essen? Echt, wie denn? Die was? Ach so, ja, keine Ahnung. Ah, ja, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, ja. Hier, dann nimm du doch das hier. Guck mal her. Hier, nimm du die hier gleich. Ja, dann kannst du auch gleich ein paar pflanzen. Ist das scheißegal, wenn ich die jetzt alle so nebeneinander pflanze, stören die sich dann, oder? Okay, ich habe doch keinen Plan. Ich bin doch voll der Noob, Alter. So. Wir bauen mal weiter unser Holz ab. So, ich gehe mal ins Baumhaus, weil ich habe kein Bett mit. Ich würde ja sagen. Warte mal. Lass mal schauen. Pass mal auf, ich weiß eine gute Stelle. Komm mal mit. Hinter dem Baum, jetzt hier gerade dahinter, ist glaube ich Fläche. Ist glaube ich Platz. Oder du baust es dir hier so drunter. Das wäre auch geil. Ja, du kannst ja hier die Wurzeln kannst ja wegreißen, meinetwegen. Okay.
Brauchst mehr Platz. Und was hältst du von hier dahinter? Wenn du dir hier ein bisschen Erde aufschaufelst. Wo? Okay. Ja, kannst du machen. Also, ich verbiete es ja sowieso nicht. Kannst machen, was du willst. Solange du nichts kaputt machst. Dann kann man auch einen Weg. Man könnte auch dann langsam mal einen Weg bauen. Mal so einen richtigen Weg. Für gewisse Wege. Ja. Das werde ich dann auch mal, sobald ich genug Holz wieder gesammelt habe, werde ich das mal starten. So, ich gehe jetzt pennen. Aber erst lege ich das Holz ab. Warte, ich lege erstmal das Holz ab. So. So, wir brauchen auf jeden Fall zwei Leisten Holz erstmal wieder. So. Ich darf es aus Versehen mit dem Bogen auf mich schießt beim Schlafen. So, wo war das Essen? Hier war Essen. So, nehme ich noch mal davon der Hälfte mit. Warum habe ich jetzt den Zaun mit? Was macht denn der Zaun hier? Ah, okay. Ich verstehe. Nicht. Echt? Haben die was kaputt gemacht? Auf jeden Fall müssen wir mal irgendwie Kohle finden und mal Fackeln bauen, ey. Wir haben übelst wenig Fackeln. Ach so, genau, darauf wollte ich vorhin noch mal hinaus. In den Ofen hauen, oder was? Das soll jetzt dann? Ja, das habe ich auch schon irgendwo, glaube ich, mitgekriegt. Ich habe überlegt gestern, weil ich ja das Zeug gesehen habe, diesen Netherblock, der ewig lange brennt. Davon werde ich mir zwei holen und werde damit einen richtig fetten Kamin bauen, Alter. Das ist doch auch eine coole Idee. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das ausgeschalten in den Menüoptionen, dass Feuer sich ausbreitet. Ja, ey, wir haben so viele Probleme hier schon mit den Creepern und alles, dann möchte ich das mit dem Feuer. Ich habe mir gedacht, wir bauen, wir. Ja, aber ich habe mir gedacht, wenn wir schon ein Baumhaus aus Holz bauen, dann machen wir doch die Option wenigstens aus, weil dann das wäre ein übles Problem.
Das ist einfach so. Ja. Es geht ja auch erstmal ums Bauen. Ich kann die Schwierigkeit ja später umstellen. Später, wenn es dann wirklich ans Survival geht, weißt du? Und wir dann rumrennen und sowas. Dann werde ich das tun, aber jetzt ist mir das alles noch ein bisschen zu heikel. Ich will ein bisschen in Ruhe bauen für die Let's Play. Das ist mir zu heikel, ja. So. Der Enderman ist übrigens gar nicht so schwer zu erlegen, finde ich. So ein Wichser, Alter. Deswegen habe ich den einen Tag auch mit einem Block in der Hand gesehen. Ich habe mich gefragt, warum der einen Block in der Hand hat. Und warum? Was für ein Ding? Nee. Aha. Ja, auf jeden. Müssen Bäume pflanzen, damit wir hier nachhaltig abbauen können. Wir setzen uns natürlich für die Umwelt auch ein in Minecraft. Warum auch nicht? So. Alter, die Bäume wachsen voll schnell nach, oder? Kann das sein? Ja, ich weiß ja nicht, was ich fragen soll, weißt du? Also, ich weiß nicht. Ja, aber dazu müsste man ja wissen. Ja, na klar. Ich hoffe, man hört mich nicht atmen. Ich habe gestern mal bei einer Aufnahme mitbekommen, dass ich das Mikro irgendwie so weit vor dem Mund hatte oder vor der Nase. Weil man sich mich ja echt sonst schlecht versteht. Übrigens, morgen kommt mein Standmikrofon. Endlich. Ja, und da hat man immer gehört, wie ich so aus der Nase ausgeatmet habe. Das war ein bisschen doof. Achso, ich muss die Folge beenden. Sehe ich gerade. Ja Leute, ich hoffe, euch hat die Folge soweit Spaß gemacht. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, mit Rambazamba durch die Minecraft-Welt. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann, ciao.